Yo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Im letzten Part waren wir in der Höhle, in diesem Part sind wir in der Höhle. Hat sich nichts geändert. Außer, also, wem es bisher noch nicht aufgefallen ist, der sollte vielleicht mal die Augen aufmachen. So, wenn jetzt jeder die Augen auf hat. So, ich habe jetzt hier auf Anfrage, weil ich mache ja alles auf Anfrage. Nein, das habe ich jetzt mal nicht auf Anfrage gemacht. Ich habe jetzt hier mal ein anderes Texture Pack genommen, weil ich das jetzt immer privat nehme. Das ist das Spux BD Craft oder Spux BD oder wie man das ausspricht. Ich weiß es nicht. Heißt auf jeden Fall so, ich finde es eigentlich richtig, also es ist etwas Comic-liker, aber ich weiß nicht, ich stehe da drauf, mir gefällt es irgendwie voll. Deswegen habe ich es jetzt heute einfach mal für die Folge genommen. Wenn ihr jetzt überhaupt nicht darauf steht, auf das Ding, dann nehme ich natürlich wieder das alte Gronk. Naja. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Es ist jetzt bloß eine Folge erstmal. Wenn ihr jetzt nicht darauf steht, dann nehmt ihr natürlich das andere. Das ist klar. Ist ja euer Spiel hier. Ich habe hier eigentlich gar nichts zu melden. Außer immer meinen Senf dazu geben, damit ihr was zu lachen, zu schauen und zu gucken habt. Ist eigentlich voll die Ausbeutung, was ihr macht. Ja, weil ich mache hier, ich opfer meine wertvolle Zeit für euch hier. Und was kommt von euch? Von euch kommt gar nichts. Ihr seid eigentlich voll böse. Eigentlich sollte ich euch deabonnieren. Dazu müsste ich euch aber erstmal abonnieren. Ich laber gerade so einen Bullshit. Ich weiß bloß, ich bin hier in der Höhle. Weil ich war jetzt schon eine Weile weg und ich habe auch eine Weile lang kein Minecraft mehr gespielt. Zumindest nicht auf dieser Map. Ach ja, das finde ich auch. Hier, den hier. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Weil ich habe ja zugegeben, dass ich Minecraft gecrackt habe, weil ich es mir eben nicht kaufen konnte, weil ich eben kein PayPal-Konto habe, lalala. Das kommt jetzt auch weg. Ich weiß nicht, ob der MongoMax, dem der Account gehört, meinen LPs sieht, aber ich glaube, der versucht mich zu verarschen. Ich meine, komm schon. Nix jetzt gegen dich oder gegen deine Skins, aber was, eine Pilzkuh im Anzug, ich meine jetzt ernsthaft. Naja. Ist Geschmackssache auf jeden Fall nicht mein Geschmack. Der Anfangsskin mit dem Ninja hat mir da wesentlich besser gefallen. Hau den doch bitte wieder rein, vielen Dank. Wenn er das jetzt wirklich macht, dann wäre das wär zu abgefahren. Naja. Und ich kann jetzt auch meine Mutter nicht fragen, ob die mir jetzt mit ihrem PayPal-Konto mal schnell Minecraft kauft und ich darf das nicht. Naja. Die lässt mich das eh nicht. Ich habe in letzter Zeit viel zu viele Spiele schon gekauft. Wenn jetzt Battlefield, dann Battlefield Add-on. Dann, was war's denn noch? Brauche ich eigentlich gar nicht erzählen, weil es total uninteressant und unwichtig ist. Was ich mir da alles schöne Sachen kaufe, wenn ich shoppen gehe. So auf eBay und Internet und so. Da geht ja alles wesentlich billiger. So. Wer es mit dem Texture Pack nicht erkennt, das ist Lava. Und die ist heiß. Fast so heiß wie ich. Das hat den Nachteil, dass ich mich da ganz schön böse verbrennen könnte. Oh je, ich werde nie wieder aus der Höhle rausfinden, wenn ich nur immer so alle paar Tage mal aufnehme, weil ich verliere vollkommen den Überblick. Weil ich spiele auch auf unserem Server und da muss ich auch viel machen und ich, es wird jetzt in nächster Zeit, so wie es jetzt ausschaut, bei Minecraft ein neues Projekt kommen. Näheres dazu sage ich jetzt noch nicht. Das mache ich von mir aus. Ihr werdet es dann schon sehen. Das mache ich, weil ich es will und weil es jemand anders auch will. Und ich dann eben den Gefallen erwidere und es eben mache. Und ich laufe hier gerade ziemlich gestört durch, weil, ja. Aber die Musik, die treibt mich so an, das ist schlimm. Boah.
Boah, irgendwie kriege ich gerade Gänsehaut, kann dran liegen, weil das Fenster offen ist und hier drin leicht kalt wird. Es musste ja in den letzten Tagen natürlich wieder schneien. Boah, scheiß April, ey. Ich habe ja schon im Battlefield LP von meinem Bowlingbahn-Abenteuer erzählt, wo ich da in Thüringen war, bei meiner Oma. Ich erzähle das jetzt nicht nochmal, sondern ist was anderes. Wir sind da bowlen gefahren und wir sind da reingegangen. Es war, naja, normales Wetter eigentlich. Also es hat nicht geregnet, es war halt bewölkt und dunkel und la. Wir sind da reingegangen, ich habe Schuhe ausgeliehen. Ich habe noch nicht mal den ersten Wurf gemacht, da schaue ich kurz raus. Und draußen heftigster Schneesturm. Also, das war nicht mehr normal. Und dann, so 10 Minuten später, schaue ich nochmal raus. Draußen scheint die Sonne. Richtig schön sieht's draußen aus. Also, ich weiß auch nicht, irgendwas. Irgendwas ist falsch mit unserer Erde, echt. Das ist... Ich meine, eigentlich leben wir ja in einer warmen Phase der Eiszeit. Eigentlich. Und das ist völlig normal. Das ist ja dann eigentlich verständlich, dass es vielleicht doch mal etwas kälter wird, aber so war es. Also unser Wetter ist echt nicht mehr normal. Das ist... Hier müsste ich doch eigentlich runterkommen. Ich hasse Höhlen, ich hasse sie, die sind immer so verhöhlt, so ausgehöhlt sind die immer. Das hasse ich an ihnen und wir treffen ja auch auf erschreckend wenig Monster und das macht mir Angst. Und wir haben auch erschreckend wenig Fackeln im Inventar. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein paar auf Tasche. Ja, da war Eisen. Schön, dass du es bemerkt hast. Ich nämlich nicht. Oh, schreck mich nicht so. So, für deinen Seelenfrieden. Nur für deinen Seelenfrieden hole ich jetzt das Eisen da. Sieht irgendwie aus wie ein steingebundenes Fett oder so. Naja. Trotzdem, ich finde das... Ich mag das Texture Pack irgendwie. Das... Ich weiß nicht. Das hat irgendwas. So. Also, es wird wahrscheinlich am Ende wieder so laufen, dass wir nicht rausfinden und uns dann irgendwie wieder hochgraben und dann später von unserem Haus aus wieder zur Höhle gehen und da unsere Lager ausräumen zu versuchen irgendwie, wenn wir da überhaupt hinfinden. Beziehungsweise vom Höhleneingang ins Lager, weil da habe ich auch wenig Hoffnung, weil ich bin ja immer so orientierungsmäßig ganz, ganz schlimm bei mir. Also, ich meine, ich weiß ja nicht mal, wie ich zu meinen Nachbarorten komme hier. Das ist schlimm. Also ich weiß nicht, ich bin schlau, sage ich jetzt einfach so, es soll jetzt nicht hochnäsig sein oder was weiß ich, oder Angeber sein. Ich bin schlau. Ich bin intelligent. Ich kann viel. Aber... sowas orientierungsmäßig oder so einen Weg irgendwie finden von irgendwo zu irgendwo geht bei mir nicht so. Die kann ich ja wieder wegmachen, habe ich so geschleppt. So, weiter geht's. Werden wir gleich mal abgetrieben. Das Wasser sollte ich vielleicht mal ausstellen. So. Na, hi. So viel zu den erschreckend wenigen Monstern. Es werden doch schon mehr. Das Problem ist bloß, ich habe hier, da Helligkeit ist auf düster. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr was seht. Davon abgesehen, ist hinter mir... Ihr müsst mir jetzt sagen, ob ihr was seht, weil sonst mache ich in der nächsten Folge wieder heller.
Ja, hinter mir, also in meinem Zimmer hinten, ist das Fenster und das ist offen und draußen ist schön hell. Und das scheint dann alles auf meinem PC, was nicht so vorteilhaft ist. Und das reflektiert und dann sehe ich nicht so viel in Dunkelheit. So. Pflasterstein schmeiß ich auch mal hier runter. Pflasterstein wohl auch. Also ich würde, hätte ja eher irgendwie Gerolle oder so gesagt, aber Pflasterstein. Naja. Wie viel Spitzhacken? Eine. Das ist nicht viel. Also müssen wir so irgendwann mal wieder zurück, wenn die uns ausgehen, nämlich weil. Ich hasse Höhlen. Ich hasse Zombies, die mir ins Ohr gröhlen. Gott, ey. Ich würde mal sagen, ich gehe hier hoch. Nicht hoch, ich bin nicht lebensmüde. Hey, habt ihr schon die Kohle hier gesehen? Ist ja wunderschön, wie viel Kohle wir hier haben. Muss ich natürlich alles abbauen. Ah. So, mit Kohle zugeschissen werden wir hier allemal. Ich nehme seit 12 Minuten auf. Ich habe natürlich wieder keine Stoppuhr laufen, ihr kennt mich ja. Aber das mit der Stoppuhr, das habe ich jetzt sowieso aufgegeben, weil immer wenn ich irgendwie an eine Stoppuhr denke beim LP, dann habe ich sie nicht dabei. Und braucht eigentlich auch keiner. Zumindest bei Minecraft kann ich da einfach mal bloß so 2 Sekunden hier reinschauen und sehe dann, wie lange meine Tonaufnahme läuft. Und die läuft circa immer so 10 Sekunden länger, weil ich eben vorher Ton anmache, dann eben ein paar Sekunden ohne Geräusch laufen lasse, damit ich den Rauschen vor allem, damit ich das Rauschen dann später rauskriege, dann noch eben Vorbereitung ganz kurz Minecraft eben bereit machen, in meine Map gehen, die Playlist anschmeißen und dann hat sich das alles schon. Und die Verschiebung ist da nicht sehr so groß. Davon abgesehen, dass ich sowieso die 15 Minuten immer etwas überziehe und davon abgesehen, dass die Musik einfach nur nervig ist. Das macht die Musik, das macht die Situation eigentlich auch nicht besser, aber. Was haben wir denn hier? Eisen. Hier waren wir womöglich schon. Das analysiere ich an dem Licht. Ich bin eigentlich kein Fan davon, dass wir hier schon waren, denn das heißt, dass ich keine Ahnung habe, wie ich zu diesem Gang gekommen bin. Und das wiederum heißt, dass ich mich schon wieder verlaufen habe. Aber immerhin haben wir Kohle. Seht's mal so. Und ich habe mir auch Gedanken um... Autsch. Ich habe mir auch Gedanken um die... Über die Umfrage gemacht, die ich ja gemacht hatte wegen Minecraft Battlefield Black Ops. Lalala. Minecraft wird gewünscht. Battlefield wird am meisten gewünscht. Und danach kommt nun mal COD. Und aus diesem Grund habe ich jetzt so eine Art Verfahren gefunden. Also es ist noch keine Technik oder so, die ich jetzt anwenden kann, sondern es ist einfach bloß irgendwie so eine Idee, wie ich das hinkriege, dass ich also mehr Battlefield und COD hochlade und dafür mit Minecraft etwas runterfahre. Weil es gab jetzt immer alle 3 Tage von jedem einen Part. Und da wird es jetzt so rauslaufen, dass es eben... irgendwie, glaube alle 2 Tage COD und Black Ops immer abwechselnd geht und dann vielleicht alle 4 Tage mal so ein Minecraft-Part zwischen rein. Terraria, das führe ich jetzt einfach fort aus Prinzip, weil das habe ich jetzt angefangen und ich habe noch jetzt auch erst frisch angefangen Terraria zu spielen und ich mache das auf eine Anfrage von einem sehr netten Fan und deswegen mache ich das auch erstmal weiter, zumindest bis Part 5.
Wenn es euch dann nervt, dann sagt Bescheid. Weil so, ich mach das bis Part 5 so mindestens und dann sagt ihr mir einfach ja oder nein. Wenn natürlich die eine Hälfte ja sagt, die andere Hälfte nein, dann werde ich es natürlich weitermachen. Und wenn jetzt, sagen wir mal, 15 Leute nein sagen und 5 Leute ja, dann werde ich das wahrscheinlich auch noch fortführen, aber nicht so häufig. Weil man muss auch an die... Boah, hab ich mich jetzt verjagt. Ob ich sehe Tageslicht? Ich sehe Tageslicht und du siehst hässlich aus. Freiheit! Okay. So schlimm sieht's ja doch nicht aus. Das Problem ist bloß, wenn wir da rausgehen, dann finden wir nicht nach Hause. Wahrscheinlich. Oder soll ich es mal wagen? Weil wir sind schon ziemlich lange in der Höhle. Und ich nehme auch schon ziemlich lange auf. Wir sind jetzt bei 16 Minuten. Also ich stelle mich jetzt mal... Wupp, das mache ich jetzt mal kurz schnell. So, hopp. Ich stelle mich jetzt mal so hier hin. Dann weiß ich nächstes Mal, dass wir da rausgehen wollen. Weil ich will da jetzt rausgehen und dann schnell nach Hause einfach irgendwie. Danke, dass ihr diesen Part angeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Und ja, blablabla. Kennt ihr ja alles schon. Und tschüss.